Was für ein Duell! Deutschland gegen Argentinien war das 1990 und 2014. Jetzt ist es ein Freundschaftsspiel, aber wir werfen trotzdem einen Blick auf die heißesten Wetten in diesem Kracher am Dienstagabend. Mit uns Media der Sports Betting Community. Ja, Chris Custodian, Deutschland und Argentinien, ein Leckerbissen, zwei der besten Fußballnationen aller Zeiten. Angefangen hat die Rivalität ja schon 1986 mit Maradona, der damals Weltmeister wurde, gegen die Deutschen, trainiert von Teamchef Franz Beckenbauer. Ganz genau, gut, dass du das nochmal sagst. 1990, 86, ja, da macht's Klick. Auf jeden Fall ein wirklich tolles Duell. Messi kommt nach Deutschland und Deutschland kann mal wieder eine Top-Nation schlagen, nachdem es gegen Niederlande nicht geklappt hat. Oder aber, wir sehen die Quoten hier oben, 1,86 auf Deutschland, 4,20 auf Argentinien. Ist diese Quotenverteilung überhaupt gerecht, Radek? Wenn man sich die deutschen Personalsorgen anschaut, eher mal nicht. Also da halte ich jetzt mal die deutsche Siegquote für ein bisschen zu niedrig. Man muss halt auch mal sehen, mit wem Argentinien dann im Endeffekt aufläuft. Ja, angeblich will Löw ja Ter Stegen spielen lassen und Torwart Händchen hat er ja eigentlich mit Klinsmann zusammen ein ganz gutes bewiesen. Du hast ja gerade noch einen Mordsbrüller losgelassen zum Thema. Jetzt ist aber nicht mehr lustig, aber ich habe eine Überlegung gerade gesagt, dass Lehmann heutzutage fliegt er auf dem Oktoberfest aus dem Festzelt. Damals hat er aber noch aufgrund seiner Parade und eben dem Zettel Argentinien im Elfmeterschießen rausgehauen in der WM. Und wer noch die Argentinier rausgehauen hat, war natürlich Mario Götze im Finale 2014. Götze nicht dabei. Dafür Rudi. Ja, genau. Ein anderer Superstar mit Rudi. Hummels nicht nominiert. Also man darf schon gespannt sein auf die Aufstellung der Deutschen. Inwiefern die hier dann wirklich am Dienstagabend um 20.45 Uhr auch richtig sein wird, wird sich zeigen. Neuer soll ja auch umstritten sein jetzt im Tor. Also ich weiß nicht, was Hoeneß dazu sagt, aber Löw hat anscheinend Ter Stegen hier schon im Hinterkopf. Außerdem Klostermann, Tah, Süle, Halstenberg, Kimmich, Gündogan, Havertz, Brandt, Werner, Sané. Wenn die dann wirklich so spielen, wäre es natürlich auch besonders interessant, dass Havertz und Brandt wieder zusammenspielen. Ja. Sané wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht spielen, außer er hat eine Wundergenesung für die Nationalmannschaft. Ja, eben. Wenn ich jetzt auch die Personalien sehe, Halstenberg, der war echt gut auf der Insel, aber ob es gegen ein klasse Team wie Argentinien auch so funktioniert, egal mit welcher Aufstellung die kommt, weiß ich nicht, ob der die internationale Klasse für ein Nationalmannschaftsspiel hat gegen diesen Gegner. Also man darf gespannt sein. Aber Argentinien auch mit einigen Fragezeichen, da läuft es ja auch wirklich nicht rund in den letzten Monaten und auch Jahren. Vor allem Dybala war ja vor der Saison bei Bayern im Gespräch und muss bei Juve jetzt immer häufiger die Bank drücken, hat aber jetzt am vergangenen Wochenende ein Traumtor geschossen in der Serie A gegen Inter. Und von daher kann man auch gespannt sein, ob der dann am Start ist. Alles in allem werfen wir noch einen Blick auf die beide Treffenquoten vielleicht. Die würden mich hier interessieren. Ich könnte mir vorstellen, dass das beiden Teams hier gelingen wird. Andererseits sind die Argentinier allgemein eher Defensivkünstler, trotz Messi und Dybala oder Higuain, wenn der noch dabei ist. Von daher wäre natürlich auch ein Spiel mit wenig Toren denkbar. Also beide Treffen haben wir eine 1,8 bestenfalls. Finde ich nicht uninteressant. Also ein Spiel mit wenig Toren potenziell möglich, aber wir sollten zwei Sachen hier nicht außer Acht lassen. Erstens ist es ein Freundschaftsspiel. Ich bin mir nicht sicher. Beide Mannschaften werden wahrscheinlich mit Aufstellungen spielen, die sie nicht so weit kennen. Jetzt kann das entweder bedeuten, dass die Offensive gar nicht funktioniert, aber wenn du unsere Defensive gegen die Niederlande gesehen hast und auch in den Spielen davor, da geht schon was. Also wenn ich jetzt Argentinien
wäre, dann würde ich doch sagen, lass uns so oft es geht angreifen und nicht warten, bis die Deutschen selber in den Ball kommen. Die Argumentation gefällt mir und würde entgegen der einer großartigen Buchmachererwartung, denn die haben eine 1,85er-Quote auf mehr als 2,5 Tore, würde natürlich dann interessant sein, denn eine 1,85er-Quote sieht man auf über 2,5 eher selten. Also die Boomer gehen schon auch eher davon aus, dass es hier relativ sparsam sein wird mit Toren. Ja. Was denkt ihr? Schreibt es ruhig in die Kommentare, wenn ihr da eine fundierte Meinung dazu habt. Ansonsten habe ich gerade schon aufgerufen, das Asian Handicap. Auf Argentinien mit Asian Handicap plus 0,5 mit einer Quote von 2,05, weil die deutsche Nationalmannschaft sich jetzt auch nicht unbedingt zuletzt mit Ruhm bekleckert hat und Argentinien da natürlich ein Gegner anderen Kalibers ist als das, was man sonst so in der EM-Qualifikation antrifft. Wir können hier nochmal ein paar Spiele aus den letzten Monaten der Deutschen sehen. Du hast schon angesprochen, sie haben ja gegen Holland 4:2 verloren. Gegen Nordirland, die hat man aber dann relativ solide in der zweiten Halbzeit mit 2:0 vom Platz gefegt. Und aber die Esten. Ja, kann man mal machen. Nordirland hat aber wirklich einige sehr, sehr gute Chancen. Also die hätten auch locker ein, zwei Tore schießen können, haben aber teilweise den Weg an Neuer nicht vorbeigefunden, der tolle Paraden gemacht hat oder aber an der eigenen Unfähigkeit gescheitert. Argentinien mit einem 4:0 gegen Mexiko, 0:0 gegen Chile, davor 2:1 gegen Chile in der Copa America, gegen Brasilien kann man mal verlieren und 2:0 gegen Venezuela. Also die sind defensiv stark, ganz klar, waren sie eigentlich schon immer, obwohl dieser Name ja so ein bisschen eher für Offensivfußball im Mainstream steht, würde ich jetzt mal sagen, hat aufgrund der Klasse Stürmer auch bestimmt seine Berechtigung. Aber von den Quoten her geht man wohl davon aus, dass Argentinien wirklich eher mit einer B-Truppe kommen wird. Ich finde trotzdem, wenn du jetzt nochmal zu den Handicaps kurz rübergehen magst, dass auf Argentinien relativ interessant, auch ein Plus 1, gibt zwar nur eine 1,6er-Quote oder 1,57, aber wenn wenig Tore fallen, würde die Quote zumindest dafür sorgen, wenn dort Deutschland gewinnt, dass man seinen Einsatz zurückbekommt. Also ich sehe das Value eher auf Seiten unserer argentinischen Gäste. Ja, der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Von daher hoffen wir mal, dass die Deutschen hier nicht gewinnen anscheinend. Naja, wird vielleicht trotzdem ein unterhaltsames Spiel. Und wer sich das nicht reinziehen will oder wer sich dann am nächsten Tag noch irgendwie mit Fußball wetttechnisch auseinandersetzen will, hat die Chance dazu in der EM-Quali. Und da sind natürlich am 10. Oktober, am Mittwoch, einige Spiele. Wir picken uns jetzt hier mal die Spiele raus, die wir am interessantesten finden. Allen voran Kasachstan gegen Zypern. Da werden jetzt viele sagen, was willst du denn jetzt damit? Und ich wundere mich selbst ein wenig über diese Quotenverteilung. Das ist ja wirklich ein Schlag ins Gesicht eines jeden Zyprioten. Also mittlerweile nennt man sie ja Zyprer. Aber dass die hier eine 3,7er-Quote haben gegen Kasachstan, ist schon sehr, sehr hoch gegriffen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der zyprische Vereinsfußball wirklich auf dem Vormarsch ist. Die zyprische Liga gehört mittlerweile zu den Top 20 Ligen Europas. Besser als zum Beispiel die schwedische oder die norwegische Liga werden die in der UEFA 5-Jahres-Wertung geführt. Fun Fact am Rande. Macht das Zypern automatisch zu einem starken Land? Das sei mal so dahingestellt, aber die Favoritenrolle von Kasachstan sehe ich hier zumindest oder zweifle ich zumindest bei der Quote ein wenig an, sodass ich Value auf Zypern sehe. Wenn wir die Standings hier sehen, in der Tabelle der Quali bisher. Ja, dritter Zypern, vierter Kasachstan. Für mich ist ein bisschen die Frage, es tut mir leid, dass ich mich bei Kasachstan nicht perfekt auskenne. Ich weiß, dass es damals noch einen mega guten Langläufer gab, aber das ist ein anderes Thema. Spielt nicht vielleicht mehr. Bitte? Der spielt jetzt nicht mehr. Na gut, auf jeden Fall, vielleicht haben die so eine Art Heimvorteil wie Bolivien in Südamerika, vielleicht auch nicht. Bei den Head-to-Head hat man auch gesehen, dass Zypern jetzt nicht unbedingt im Nachteil ist und in der Gruppenphase
sind die einen Platz vor Kasachstan. Mhm. Also mir gefällt deine Idee. Und generell, wenn ich Fußball mit beiden Ländern verbinde, würde ich auch allein von den Namen her zu Zypern tendieren. Mhm. Also vielleicht gelingt uns da ein Stil. Ja, und vor allem bei der hohen Quote ist es einfach interessant, zumindest auf ein Asian Handicap Zypern zu gehen. Ein Spiel ist natürlich interessant, das Hinspiel in Zypern endete 1:1. Jetzt gehen sie wahrscheinlich davon aus, wenn die Kasachen auf der Insel in Zypern einen Punkt holen, dann werden sie vielleicht zu Hause mindestens auch einen Punkt holen. Kann man vielleicht auch davon ausgehen, vielleicht endet es wieder unentschieden. Aber an und für sich, Zypern nicht so schlecht. Man beachte übrigens, dass 2:0 bloß die 2:0 Niederlage gegen die Belgier. Also das ist schon ein Achtungserfolg, aber zumindest großartigen Qualitätsunterschied gibt es hier, glaube ich, nicht. Deswegen ist man gut beraten, hier mit dem Asian Handicap auf die Zypern zu gehen. Und die haben dann auf Asian Handicap plus 0,5 immerhin 1,75. Wenn man noch tiefer geht, kann man es mit Argentinien plus 0,5 kombinieren, vielleicht auf eine Zweierquote, wie dann auch sei. Auf geht's Zypern. Gefällt mir die Idee, finde auch übrigens sehr, sehr cool bei der Ortspedia-Seite diese ganzen Vergleichsmöglichkeiten der Quoten und verschiedenen Wettformen. Müsst auch mal auschecken, ein klein bisschen Werbung muss sein. Was, wenn ich jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, was ich beim letzten Länderspielspieltag gemacht habe. Ich habe mir angeschaut, ob gute Teams gegen schwächere Teams spielen und dann darauf gesetzt, dass in der zweiten Halbzeit mehr als 1,5 Tore fallen. Und meine Logik ist ein bisschen, es gibt nicht mehr so richtig die schwachen Teams, selbst die kleinen Länder können mittlerweile über ein paar Minuten mithalten mit den großen. Aber in meiner Welt brechen die spätestens nach 60, 70 Minuten aufgrund des Konditionsnachteils im Profifußball zusammen und dann fallen noch mehr als 1,5 Tore. Und die Quoten da sind immer zwischen 1,5 und 1,8. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier als Beispiel Belgien und San Marino nehme, da ist der Unterschied der beiden Mannschaften natürlich extrem. Aber da finde ich zweite Halbzeit-Tore interessant. Das Gleiche übrigens, dazu wirst du gleich auch kommen, bei Slowenien gegen Nordmazedonien. Genau, vergessen, ob es Nord- oder Südmazedonien war. West oder Ost. Genau, ja, genau. Also hier aufgrund des krassen Vorteils der Belgier reden wir da von 2,5 Toren in der zweiten Halbzeit oder über 3,5 sogar. Das ist jetzt nicht mehr interessant. Das ist sogar mir geht krank, es eher, wenn du mich fragst. Also, bitte? Das ist sogar krank viel. Also, ja. Über vier Tore schießen die selbst gegen San Marino nicht unbedingt in der zweiten Halbzeit. Ich kann aber sogar sagen, welche Spiele ich da letztes Mal genommen habe beim ersten Spieltag. Das war Niederlande gegen Estland, das war Zypern gegen San Marino und Deutschland gegen Nordirland. Mhm. Bei Deutschland war vielleicht ein bisschen Glück dabei mit der 98. Minute oder wann auch immer. Aber bei den anderen beiden Spielen war das easy eingelaufen. Und deshalb Slowenien, möchtest du vielleicht gleich was dazu noch sagen, finde ich da interessant. Polen könnte auch interessant sein und die anderen Spiele bei dem Spieltag sind für diese Taktik eher unwahrscheinlich bzw. unspannend. Ja, da könnte man aber im Umkehrschluss auch darauf aus sein, dass in der ersten Halbzeit erstmal abgetastet wird und die Underdogs auch wirklich lange dagegen halten und dass in der ersten Halbzeit dann unter 1,5 Tore vielleicht sogar fallen. Das ist, finde ich, fast noch interessanter, als auf viele Tore in der zweiten Halbzeit zu spekulieren. Aber ich bin gespannt auf die Ergebnisse an diesem Spieltag und wie du dann abschneiden wirst. Was ich wirklich mir zusätzlich noch ins Auge gefasst habe, ist hier der Slowenien-Sieg gegen Nordmazedonien. Und zwar aus dem Grund, dass die Slowenen halt schon in meinen Augen ganz gut performen bisher in der EM-Quali. Sie sind Zweite in dieser Gruppe, haben 11 Punkte geholt, erst eine Niederlage und stehen damit halt auf Platz 2. Und die Nordmazedonier, ein junges Land, junge Mannschaft, 8 Tore geschossen, 8 reingekriegt, 8 Punkte, also die 8er Mannschaft. Aber grundsätzlich sehe ich da die Slowenen einfach im Vorteil, auch wegen dieser Ausgangssituation, haben ein super Torverhältnis von 12:5 und dafür ist die Quote von 2,35 gerade gut.
Und da sollte man jetzt natürlich nicht nur auf die Tabelle schauen. Wichtig ist natürlich auch, wie die Mannschaften allgemein drauf sind, in welchen Spielern die in den Start gehen. Aber auch die letzten Ergebnisse sprechen eigentlich dafür, dass Slowenien eine starke Mannschaft hat. Und ja, die haben gegen Polen gewonnen, die haben gegen Österreich 1-0 verloren, aber sonst gewinnen sie, wenn sie gewinnen müssen. Nordmazedonien. Ja, Israel, lass mich nicht lügen, da haben sie, glaube ich, noch das 2-1 Rückstand aufgeholt. Und ich meine, Andi Herzog, mittlerweile Chef bei Israel, ist dann so ausgerastet in der Kabine, dass die Spieler geheult haben. Das stand zumindest in der Bild-Zeitung. Er wurde danach alles revidiert, aber eine nette Side-Anekdote. Mhm. Und mal schauen, wen die Slowenen dieses Mal zum Heulen bringen. Vielleicht die Nordmazedonier. Hoffentlich. Naja, habt da keine persönlichen... Du willst drauf setzen, Kollege. Also, aber ich will nicht drauf setzen. Ich sage nur, wie meine Einschätzung hier ist. Ob es dann für einen Tipp reicht, muss ich mir dann noch genauer ansehen. In einer stundenlangen, intensiven Reportage und im Studium der letzten Spiele. Aber gut, die Polen sind natürlich gegen die Letten Favorit. Hier Value zu finden, finde ich ein bisschen schwierig, weil man nicht weiß. Die Polen haben halt zwei Gesichter. Einerseits ein super Spieler, andererseits auch oft nicht das geliefert, was sie was man von ihnen erwartet. Von daher vielleicht sogar Value auf einem hohen Asian Handicap auf Lettland. Auch die Kroaten sind gar nicht mehr so stark. Also die haben ein bisschen noch den Kater von der WM 2018, dass sie da im Finale waren und jetzt immer eigentlich Favorit sind und keiner sie mehr unterschätzt. Und die Ungarn werden sie auch nicht unterschätzen und ihnen das Leben schwer machen. Also da habe ich auch keine großartige Tendenz. Bei der Slowakei gegen Wales finde ich die Quote auf die Slowakei interessant, weil die Waleser oder Bales quasi relativ von diesem einen Spieler abhängig auch sind und Aaron Ramsey noch haben. Weiß man jetzt nicht, wie der drauf ist. Will ich auch gar nicht viel dazu sagen, weil ich mich da ehrlich gesagt auch nicht damit befasst habe. Ansonsten, ja, war es das eigentlich soweit mit den interessanten Spielen. Nur noch die Österreich-Quote auf gegen Israel fast ein bisschen zu niedrig. Ja, Österreich muss dieses Spiel aber gewinnen. Ganz, ganz dringend. Und Niederlande gegen Irland könnte wieder so ein Spiel sein, wo man sagt, in der zweiten Halbzeit mehr als 1,5 Tore. Hängt auch von der Quote drauf an. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, werde ich da bei den verschiedenen Spielen ein Auge drauf haben und eventuell, wenn die Quote dann über 1,5 ist, mein Glück versuchen. Oder mein Können oder meine Strategie. Donnerstag dann noch auf. Die Portugiesen empfangen Luxemburg auch als Megatop-Favorit. Aber die Luxemburger ähnlich. Hier könnte man dann vielleicht mit einem knappen Portugal-Sieg Kasse machen. Mit einem Asian Handicap glaube ich natürlich persönlich jetzt nicht daran. Allerdings waren die Luxemburger zuletzt auch gar nicht so verkehrt. Und bei Montenegro-Bulgarien, da glaube ich, das ist sehr emotionsgesteuert, dieses Spiel, auf wen man da setzt. Ich habe da keinen besonderen Favoriten, auch auf die Quote von Montenegro auf 2,2 finde ich tendenziell ein bisschen zu niedrig vielleicht. Hier lohnt sich auch der Blick auf die Tabelle. Bei denen geht es eigentlich bei beiden fast um nichts mehr. Die sind ziemlich abgehängt hinter Kosovo, Tschechien und England. Aber natürlich sind das Länder, bei denen die Ehre eine riesige große Rolle spielt, wie du sagst. Und zumindest kann ich mir vorstellen, dass es da Tore hageln wird. Und deswegen haben wir hier auch eine Übersicht, gelbe Karten, was das für Quoten gibt? Ja, schaue ich gleich. Aber das Problem ist, die haben in der Vergangenheit halt sehr wenig Tore geschossen. Aus dem Grund, weil sie ja gegen Top-Teams wie England oder die anderen gespielt haben. Der Kosovo. Genau. Und jetzt geht es um nichts mehr. Die wollen Tore schießen, bin ich mir sicher. Deswegen diese Quoten hier auf über 2 bloß, 1,7 sehr interessant. Oder man geht gleich auf über 2,5, dann hat man eine 2,5.
Dreierquote. Also das ein bisschen eine Wette an die Ehre dieser beiden doch sehr stolzen Völker. Und, ich finde über zwei interessant, weil beim 1-1 gibt es den Einsatz zurück und ich spiele ja immer eher so ein bisschen vorsichtiger, dafür höhere Gewinnquote. Finde ich jetzt persönlich wirklich attraktiv. Deine Argumentation hat mich restlos überzeugt. Mhm. Und dann sind die Engländer zu Gast bei meinen Tschechen und sind natürlich mega Favorit, aber wir haben in letzter Zeit ja oft gesehen, dass Favoriten straucheln, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga, als auch in der Premier League. Und dann kommt so ein Länderspiel und da müssen die ganzen hochtalentierten Engländer in die Tschechische Republik, müssen da in einem, in einem Stadion vor paar tausend Tschechen spielen und haben nicht so wirklich Bock drauf. Die Kabinen sind nicht auf dem neuesten Milliardärsstandard und so weiter. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Engländer sich da schwer tun und ihrer Favoritenrolle nicht ganz gerecht werden. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass die Tschechen dieses Spiel gewinnen, aber ich muss natürlich hier auch meine tschechischen Freunde unterstützen und sagen, sie schaffen es zumindest nicht höher als mit einem Torunterschied zu verlieren. Das würde eine 2,3er-Quote geben. Aber das auch nur, weil ich gute Erfahrungen im Wetten gegen England gemacht habe. Und ich mir vorstellen kann, dass es eben, wie du schon gesagt hast, einige kleine Mannschaften gibt, die es den Großen schwer machen wollen. Ja, bei den anderen Spielen, Türkei gegen Albanien, Türkei natürlich Favorit, Island gegen Frankreich. Die Isländer bekommen nie gute Quoten, obwohl sie eigentlich schon gezeigt haben, dass sie zur, ich will jetzt nicht sagen Weltspitze gehören, aber irgendwie zum guten Mittelfeld. Auch hier in der Tabelle sieht man 12 Punkte nach 6 Spieltagen, äußerst solide. Und sie haben die Franzosen ja wirklich an den Rand einer Niederlage gebracht im letzten Spiel, das war ein Freundschaftsspiel. Dann gab es natürlich aber schon das Spiel in der Gruppenphase, ja. Hinspiel? Nee, das war im März. War das das Hinspiel in dieser Gruppe? Ja. Ja. Okay, aber ja, jedenfalls. Ja, man kann zumindest Tore schießen können sie, die Isländer, anscheinend gegen die Franzosen. Und da sie jetzt im letzten Aufeinandertreffen nicht getroffen haben, wäre es doch vielleicht ganz interessant, dass die Isländer zumindest zu Hause ein Tor gegen die Franzosen schießen. Und da interessiert mich dann schon die Quote. Vor allem, irgendwo ist ja jeder Island-Fan, seit die bei der EM 2016 so aufgezockt haben. Ja. Leider kann man nur ein Gesamt-Over-Under machen. Aber hier eine Wette drauf, dass beide treffen, genau. Wobei, meinst du, die Franzosen schießen da wirklich ein Tor? Ich bin ja generell immer pro Island. Und diese Quote ist eigentlich das Highlight des Tages dann fast mit 2,45. Wenn man den Isländern, so wie ich, auch was zutraut, dann lass die doch gegen den Weltmeister ein Überraschungstor mal wieder schießen. Und dann haben wir hier, was haben wir noch? Ja, gut, Andorra, Moldawien, habe ich zu wenig Spiele beider Mannschaften gesehen, um mir da ein Urteil zu erlauben. Und bei Ukraine, Litauen ist die Chancenverteilung ähnlich klar geregelt. Ja. Gibt natürlich dann noch viele weitere Spiele auch am Wochenende, aber da werden wir zurückkommen und dann einen weiteren Blick drauf werfen, denn es spielt dann ja auch am Sonntag Deutschland wieder gegen die Esten, die jetzt aber auch schon ran müssen in Weißrussland, und die Weißrussen sind gar nicht so verkehrt und fußballerisch auch nicht. Von daher sollten die doch die Esten knapp besiegen vielleicht, und dann wird es interessant, wie die Deutschen dann gegen Estland antreten, denn da wissen wir ja, dass das letzte Spiel der Deutschen ein haushohes 8:0 war. Und naja, aber dazu ein andermal mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke euch.